Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Passion. Und ja, ich habe nicht weitergespielt, aber ich habe etwas gemacht, was mir eingefallen ist. Und zwar, ich hatte damals so ein Video geguckt, schon vor über einem Jahr noch in der Beta war das, wie man die Grafik, die Grafikeinstellung, alles klar, die Control-Settings einigermaßen so kriegt wie ein Skate, okay, wie ein Skater XL. Und ja, das Video habe ich mir jetzt einfach nochmal angeguckt. Es hat sich leider ein bisschen verändert, das Overlay des Menüs und so, seit das Spiel jetzt richtig rausgekommen ist. Alter, warum fliegt er einfach aufs Maul? Was ist los? Aber ich habe diese Einstellungen jetzt alle nochmal übernommen. Aber was ich aber doch noch ändern muss, ist, dass ich vorderer, hinterer Fuß habe. Weil das verwirrt mich einfach zu krass. Wenn ich jetzt nochmal reset... Nee, ich will resetten. Nein, ich hab... Oh, ich bin so blöd. Bin ich überhaupt auf der Map, wo ich hin wollte? Wir sollen diesen Mark Appleyard suchen. Und den gab's, glaube ich, in Skate. Mark Appleyard. Der Name kommt mir übel bekannt vor. Guck mal hier, ich habe jetzt ein Movement. Ich habe jetzt einfach... Alter, warum fliegt der denn alles auf die Schniss? Ich habe jetzt einfach Movement. Ich wollte mir mal die Map ein bisschen angucken. Hier gab's... Ah, genau, dieser Spot. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Was nämlich jetzt so das Spielprinzip ist. Ich werde mir Spots suchen, Sachen, die ich schaffen will. Und die versuche ich dann, bis ich sie schaffe. Ja, es wird auf jeden Fall ein nervenaufreibendes Video. Format. So, ich mach mal so. Zack. Jetzt will ich erstmal ein Grind hier runter. Ey, das war fast gut. Leute, das war fast gut. Okay, warum macht er das manchmal? Das ist alles noch ein bisschen weird in diesem Spiel. Ah, okay. Moment, es gibt nämlich natürlich auch einen Kameramodus, wichtig in den Skate-Spielen immer. Ja, das ist nicht so schön. Ich würde das schon gern... Warum flippt er es nicht zu Ende? Liegt es an mir? Muss ich es länger drehen lassen? Ah, Leute, ich freue mich, wenn ich dieses Spiel drauf habe. Ganz ehrlich, weil dann wird es wirklich gut. Aber ich lerne es nur, indem ich spiele. Und genau dafür ist dieses Format. Ist jetzt nicht geil, aber kann man mal machen. Ich brauche unbedingt ein neues Skateboard und neue Klamotten. Das geht alles gar nicht. Wir gehen jetzt mal zu diesem Mark Appleyard. Direkt alles, was ich gerade gesagt habe, dass ich mir irgendwelche Spots suche und dann versuche, die zu schaffen, über den Haufen werfen. Und erstmal zu Mark Appleyard gehen, weil das Problem ist, ich brauche Geld. Das ist mir gerade nochmal aufgefallen. Und ist das hier interagieren? Ah ne, hier kann ich mit dem Bus fahren. Hier wollten wir doch eigentlich hin. Ich gehe erstmal dahin. Hier wollte ich hin und hier können wir ja dann... Achso, aber Mark Appley hat es irgendwie... Ist das alles eine riesige Map? Das waren doch früher... Waren das verschiedene Karten. Aber seht ihr, dass ich schon langsam... ich hatte eingemacht, dass der von alleine zurücksetzt nach einem Crash. Weil es mich doch irgendwie ein bisschen genervt hat. Okay, ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube, das ist noch ein Bug. Ja, okay. So, die Sache ist, wir müssen Mark Appleyard finden, ne? Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir den finden. Ich würde halt aber echt gern eigentlich doch schon ein bisschen Cash verdienen. Ich werde die Folgen auch nicht mehr ganz so lang machen, wie jetzt gestern die Folge. Ich will die eigentlich so auf 15 Minuten bekommen. Und eventuell cutte ich auch. Also, okay, dieser Bug nervt leider echt ein bisschen. Eventuell cutte ich auch ein bisschen. Wir gucken jetzt mal. Karte wählen. Ja, es gibt doch schon... Ja, aber es sieht aus, als wäre es eine große Stadt, ne? Wisst ihr was? Ich gehe nochmal Brooklyn Bank Stations. Weil hier fing ja alles an und hier muss eigentlich auch irgendwo die Mission sein, oder? Nachdem ich ja gestern super gut die Mission geschafft habe, bin ich jetzt mal gespannt, wie es jetzt läuft. Ich habe jetzt den Streamer-Modus angemacht. Das heißt, es läuft nur Musik, die nicht Copyright geclaimed wird, so wie gestern. Weil... Das ist, Alter, dass das die ganze Zeit passiert, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber muss ich es vielleicht einfach wirklich länger flippen? Ich weiß nicht. Was jetzt wieder mein Problem ist, ist, dass ich wieder keine Shovels mehr hinkriege, ne? Okay, doch. Oh, okay. Ey, geile Cutscene sogar. Yo, bist du Mark Appleyard? Bin mir nicht so sicher. Was geht? Ich bin Mark. Sieht gut aus. Schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du bist genauso blöd wie dein Kumpel. Ach komm, labert mich wieder nicht voll.
Was soll ich denn? Jetzt habe ich den gefunden und nu? Ich dachte, der hat eine Quest für mich, will Geld verdienen, Junge. Ich will ja nur Geld verdienen. Okay. Jetzt soll ich wieder mit dem Bus fahren oder was? Mit dir kann ich nicht mehr reden, Marc. Ne, ich kann nur durch dich durchlaufen. Oh ja, lass uns eins werden. Oh ja, geil. Muss theoretisch mit dem Bus irgendwo hin. Oh, die Sachen sehen schon geil. Das sieht eigentlich geil aus. Ich will hier eigentlich schon direkt upskaten. Aber so ein neues Board wäre schon auch nicht schlecht. Wohnung. In meine Wohnung will ich eigentlich nicht. Ich muss mal kurz hier hingehen. Zu Jerome Banks, weil, Alter, das sieht so geil aus. Das ist auch dieser echte Spot. Das sind alles echte Spots in dem Spiel, oder? Muss mal gerade gucken. Hier kann man schon so geile Sachen machen eigentlich. Hier ist wieder quasi die Busstation. Hier muss man halt drüber hüpfen. Ja, das ist ein bisschen... Man kann doch auch Sachen platzieren, ne? Aber ich weiß nicht wie. Nee? Aha. Ach so, aber wir haben nichts oder was? Rampen? Müssen wir uns das erst kaufen alles? Weil hier ist ja nichts. Das ist natürlich hart belastend. Ach man, dass ich aber dann auch immer an diesen Dingern hängen bleibe, ist aber auch hart belastend einfach nur. Ja, wie soll ich denn dann noch da hochkommen? Unmöglich. Ja, okay, es ist ganz nice, dass Leute rumlaufen, aber vielleicht ist das doch ein bisschen störend, muss ich sagen. Junge, der bleibt an allem hängen. Ach, das macht mich wirklich fertig, dieses Spiel. Das ist halt echt immer noch das, was mich nervt, ne? Dass man einfach so schwer da reinkommt. Jetzt habe ich schon die Steuerung angepasst. Und trotzdem bin ich zu blöd. Über deinen Kopf? Ja, klar. Was wir natürlich mal machen können, ist... Das ist schon ein cooler Spot hier, muss ich sagen. Wenn wir von hier starten... Ja, dreh dich mal bitte. Nee, ja, so. Wenn wir von hier starten... Nee, ich wollte schon aufsteigen, Junge. Okay. Cooler Kickflip. Ach, wie schön. Warum? Okay, so. Ja, okay. Es wird einfach echt ein bisschen dauern. Es wird einfach echt ein bisschen dauern, bis ich hier reinkomme. Und das ist schade, weil es stört mich so. Weil ich bin so jemand, wenn ich das nach einer Weile nicht hinkriege, so, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Könnt ihr vielleicht verstehen. Kann man Hippie-Jumps machen? Aber ich springe halt auch nicht besonders hoch, ne? Ich springe halt auch nicht besonders hoch. Alle, die dieses Spiel spielen und sehen, was ich hier mache. Okay, es ist alles noch ein bisschen buggy. Und das ist auch genau das, was mich auch noch stört. Dass das Spiel sich noch nicht fertig anfühlt. Und das, obwohl es jetzt einen richtigen Release hat, ja. Geh mal woanders hin, das ist hier nichts für mich. Die Frage ist halt, wo kriegen wir jetzt eine Quest her? Soll ich nochmal hier zu Brooklyn Banks gehen, gucken, ob wir hier noch irgendwo eine Quest finden? Weil ich hätte gern ein bisschen Geld, weil für 50 Euro kriege ich... Doch, kriege ich für 50 Euro nicht schon ein Board? Wir gehen gleich mal gucken. Ich meine, es gab für 50 schon ein Board. Ich bin mir nicht so sicher. Finde die Marmor-Ledge. Das ist meine Aufgabe. Wer bist du denn? Busfahrt, finde die Marmor-Ledge. Ah, okay, ich bin jetzt da. Okay. Drei beliebige Menüs, da kriege ich 100 für. Mann, ich will halt auch, dass es so aussieht, wenn ich fahre. Das ist die Marmor-Ledge. Okay, ich würde eher sagen, wir versuchen es von der anderen Richtung, um ehrlich zu sein. Von hier so. So, und dann
Okay. So, Manuals sollten wir jetzt hinkriegen und dann Pop-Out. Das war doch. Drei beliebige Manuals und... Okay, das war kein Pop-Out. Dann machen wir mal lieber so. Okay, das dann... Vielleicht mache ich die Leute doch aus. Wobei, die rennen weg. Ah, wieso? Die rennen weg, das ist eigentlich ganz nice. Ja, das war jetzt nicht so richtig das, was wir wollten. Muss ich es von der anderen Seite machen? Oder ist ja, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass ich das ganze Ding dingsen muss, ne? Oh. Wow. Wieder Deutsch Endlevel. Das ganze Ding dingsen. Oder muss ich von hier drauf fahren? Aber da ist schon so verdächtig diese Rampe, als sollte ich da Anschwung nehmen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich muss am Ende einen Pop-Out machen, das verstehe ich. Es läuft jetzt einfach gar keine Musik, seit ich den Streamer-Modus anhab. Das ist ja auch toll. Dann kann ich die Musik auch einfach ausmachen und eigene drunter machen. Ich schaff's nie, in einem Manual zu landen auf den Hinterrädern. Einfach nur hart. Was? Er macht's einfach nicht. Vorne ist easy. Versuchen wir jetzt einfach wieder vorne. Das ist easy. Ich darf ja drei beliebige Manuals machen. Das ist aber eigentlich, was ich machen soll. Und das verstehe ich nicht. Warum zählt es nicht? Muss ich über das ganze Ding fahren? Ich weiß nicht, leider. Ich weiß nicht, was jetzt wieder der Fehler ist. Einen coolen Trick in den Manual machen. Das zählt auch nicht. Warum zählt es denn nicht, Mark? Nee, du bist gar nicht Mark. Aber nochmal, Mark war der andere. Dann fange ich von hier an. Ja, ich weiß ja auch nicht. Bis jetzt bin ich leider nicht ganz so überzeugt. Und er macht das nicht, dass er dann aufsteigt. Das kann niemals die Lösung sein, was ich hier mache. Was ist mein Problem mit diesem Spiel? Was ist mein Problem mit diesem Spiel? Ich verstehe es einfach nicht. Ich muss ich wirklich das ganze Ding... Wie soll ich das denn? Ich krieg doch gar nichts hin in dem Spiel. Wie soll ich das ganze Ding manuell machen? Nee. Ach, Junge. Ja, und Pop-Out. Eins von drei. Muss wirklich über das ganze Ding fahren. Versuch immer nur mit dem rechten Stick zu springen, aber ich muss den linken auch benutzen. Das macht mich fertig. Jetzt ein Pop-Out. Muss halt wirklich über das ganze Ding drüber fahren. Okay, Gott sei Dank. Ja, mit dem Huni. Sehr gut, danke. Neue Missionen wurden mir hinzugefügt. Sprich mit Donovan. Drei beliebige Frontside. Kennt mich alle mal. Ich raff doch gar nichts. Ich will zu dem Shop. Der war hier irgendwo, ne? Wo war noch. Nee, der war nicht hier. Der war hier hinten rum. Oder? Ich glaube ja. Oh, nee, das mache ich einfach nur fertig. War es nicht hier? Nee, hier war es nicht. Aber Donovan, ist der vielleicht bei dem Laden? Ich fahre einfach mal dahin. Wisst ihr, Leute, ich glaube, dieses Spiel, das... Ich lasse das einfach noch ein Jahr ruhen und guck's mir dann nochmal an. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht ready für mich. Ich meine, eventuell kann es sein, dass wenn man sich da komplett reinfuchst und alles, das dann geil ist, aber es fühlt sich einfach nicht, also für mich fühlt es sich nicht gut an.
Ist halt auch alles Geschmackssache. Es sieht gut aus, es ist geil, es ist aber irgendwie einfach noch nicht dann, meiner Meinung nach. So, hier ging's doch zu dem Laden. Oder? Ja, hier ging's zu dem Laden. Ah, wow, da führt mich auch die Mission hin, oder was? Nee, die Mission führt mich nicht zum Laden. Hä, nee, hier ist er auch nicht. Alter, ich bin maximal verwirrt. Wo war denn dieser Laden? Also, dieser Bug ist wirklich richtig hart belastend. Das ist wirklich richtig hart belastend. Ich möchte die Mission nicht machen. Hey, was geht? Aber, aua. Nee, danke. Dann war der Laden hier. Hinter den Häusern. Irgendwo hier muss der gewesen sein. Oh je. Ich versuch's mal. Ich nehme gleich auf jeden Fall Portal auf, damit das für euch heute die erste Folge erscheint. Und auf Portal habe ich ehrlich Bock. Wahrscheinlich mache ich hierzu noch so eine Folge. Und dann ist erstmal Schluss. Da haben wir auf jeden Fall auch mal reingeguckt. Ich habe mal abgecheckt, wie sich's jetzt spielt. Hier geht's auch nicht zum Skate Shop, ne? Man kann schon Spaß haben in dem Spiel, so ist es nicht. Aber es fühlt sich für mich einfach noch nicht fertig an. Karte wählen. Wohnung. Wenn ich jetzt hier nochmal spawne, ist das Problem, ich spawne ja nicht da, wo ich sollte. Oh, okay. Alles klar, von hier finde ich den Skate Shop nämlich. Dafür ist meine Orientierung gut genug. Nee, Alter. Au, zum Weg. Ich lasse die Leute halt an, weil es sich dann irgendwie lebendiger anfühlt, aber eigentlich fuckt die schon nur ab. Und dass überhaupt keine Musik läuft, fuckt auch ab. Ja, es läuft nur Musik, die nicht gesperrt wird, es läuft auch keine Musik. Ist auch geil, eine geile Einstellung. Und das hier, das triggert mich richtig krass. Nachdem ich hier 3 Folgen zu gemacht habe, mache ich vielleicht einfach nochmal 2-3 Videos zu Skater XL. Dann gucken wir uns das nochmal an. Eigentlich müsste ich jetzt hier lang. Okay, ich habe doch keine Ahnung, wo ich bin. Von wo kam ich denn jetzt? Von da kam ich, ne? Ne, ich muss hier noch weit. Ne, hier. Also eigentlich müsste es zu dem Skaterladen. Hier und dann links irgendwo. Da war das doch. Oh Mann, ey. Ich will doch einfach nur ein neues Skateboard. Hilfe. Wo ist der Skate Shop? Ich brauche ein neues Brett, Alter. Ja, hier bin ich nicht richtig. Ich war hier doch vorhin. War ich auch. Oh, vorhin war ich doch. Ja, aber ich war genau hier. Ach, ich wünschte einfach die Maps und die Grafik von dem Spiel in Skater XL. Das wäre einfach nur schön. Vielleicht gibt es auch einen Mod mit den Skater XL-Einstellungen. Das wäre halt mega Premium. Als ob es hier nicht zu diesem Laden geht. Mein Gefühl müsste der jetzt hier rechts auf der Seite sein. Wisst ihr, was ich meine? Aber ist er nicht? Wo ist er? Hier ist er auch nicht. Hier auch nicht. Hier lang. Ja, hier. Hier ist er. Oh mein Gott. Okay, ich habe überhaupt keine Orientierung. So, gib mir bitte einfach ein neues Skateboard. Skateboard-Ausrüstung, Deckmotiv. Zero. Kaufen und ausrüsten. Grip-Tapes. Können wir uns auch noch ein cooles Grip-Tape dazu holen. Gibt's eins von Zero auch direkt noch dazu. Nee, die sind alle kacke. Oh, komm, ja. Früher war ich eigentlich nie so ein Fan davon.
Grizzly. Sieht so mies aus. Ne, komm, kack aus. Script Tape. Deck Rails. Was ist das denn? Wer hat denn sowas an seinem Skateboard? Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh mein Gott, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und was sind Riser? Okay. Riser? Was sind Riser? Das ist ein Grafikbug. Kann ich mir noch leisten. Mir ist noch ein paar coole Rollen. Gibt's hier die, schwarze, ja, die sind jetzt aber... Yes, Skateboarden ist, ne? Das ist einfach geil. Ich liebe das einfach, ich muss auch wieder damit anfangen. Das sind einfach größere. Diese... Was? Why? Ich kenne nur die Stani-Räder. Größen. Ich gehe mit denen. Innen, außen. Oh, das ist auch cool, dass das geht. Spezifisches. Oh, das kannst du auch noch bei jedem ändern. Okay, ja, ja. Wie viel Geld habe ich noch? $15? DIY-Objekte kaufen. Rampen. Okay, das kann ich mir hier also alles kaufen. Rails kann ich mir auch kaufen. Okay, verstehe. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch coole Klamotten. Dafür müssen wir leider wieder ein paar Missionen machen. Ja, wir haben jetzt schon mal auf jeden Fall ein cooles Board. Jetzt müssen wir nur noch Skateboard fahren lernen. Ah, schön. Die Kamera ist auch so, vielleicht ist die Standard-Kamera-Einstellung doch sogar die beste, weil man sich da selber nicht so im Weg ist. Ist man sich einfach selber nicht so im Weg. Oh, ich habe jetzt echt Bock, eigentlich mal wieder Skater XL eine Runde zu spielen. Einfach mal, um wieder Spaß zu haben. Man kann sich auch so viele Mods installieren am PC, geile Maps und alles. Vielleicht kann man sich sogar die Session-Maps in SkateX installieren. Ja, das müsste man mal gucken. Das ist ja auf jeden Fall interessant. Ja, Leute, wir haben nichts erreicht. Bis auf die eine Mission, die haben wir gemacht. Und wir haben ein neues Skateboard, was so semi-cool ist, muss ich sagen. Wir haben wenigstens noch einen coolen Trick, Mann. Komm, das Geländer hier grinden wir noch. Wobei hier... so drüber. Boah, das kommt auch geil. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt eine kleine Session. Haha. Das ist der Witz, weil das Spiel so heißt. Habt ihr verstanden? Haha. So, wir speichern hier. Erstmal ganz normale Olli. Okay, da haben wir hier viel zu viel Speed. Das hat erstaunlich gut funktioniert gerade. Okay, hier brauchen wir, müssen wir ein bisschen später abspringen. Vielleicht noch einen nehmen. Ah, okay. Sieht jetzt nicht ganz so cool aus. Kickflip hier rüber. Ich glaube, ich war ein Heelflip. Okay, Kickflip ist nach links, glaube ich, ne? Kickflip hier rüber und dann aufs Geländer. Ach komm. Kickflip. Ah, nee. Kickflip. Aufs Geländer. Nee, das war's noch nicht. Vielleicht hier ein Speed mehr. Ja. Okay, also wenn was klappt, bockt es schon unnormal in dem Spiel, muss ich sagen. Dann bockt es schon unnormal. Vielleicht muss ich mich einfach doch noch ein bisschen damit anfreunden. Problem ist, hier habe ich noch nicht den richtigen Winkel. Ups, es war ein Heelflip. Und dann habe ich aber zu viel Speed. Ich hab dann zu viel Speed. Zweimal Anschwung nehmen reicht. Kickflip. Ja, das Ende war schon ein bisschen sketchy. Heißt das so? Ich glaube ja. Ich habe die ganzen Begriffe auch nicht mehr so krass im Kopf. Meine Skateboardzeit ist echt eine Weile her. Ja. Kann man natürlich auch probieren. Ich will das jetzt einmal schaffen. Ah, jetzt habe ich wieder zu viel Speed. Ne? Dann muss ich vorher springen. Ja, am Ende würde ich gerne halt noch ein Pop-Out machen, haben wir jetzt gelernt, wie das heißt. Das heißt, zack und Pop-Out. Das war's, Alter. Wie kann ich mir das jetzt angucken? Es gab... Ja.
Oh ja, okay, okay. Das ist es. Das ist es. Wie kann ich das jetzt? Oh ja. Oh ja. Guckt's euch an. Alter, guckt's euch an. Also das war für mich wirklich das Beste, was ich in dem Spiel jemals erreicht habe. Was ich jetzt noch probieren würde, wäre zack. Da drauf ein Manual und dann irgendeinen coolen Trick runter. Kickflip. Manual. Ja, das war ein Late Flip, der war auch cool. Ein Late Kickflip, so nennt man das, glaube ich. Wir probieren es nochmal. Kickflip. Hier drauf ein Manual. Und da muss ich halt gucken, dass ich nicht zu weit nach links fahre. Ah, okay, I got it. Wie lange nehme ich auf? 25 Minuten. Geil, ich wollte 15 Minuten machen. Na gut, ich cutte auch ein bisschen. Die Folge wird trotzdem wieder länger, als ich wollte. Aber das will ich jetzt noch schaffen. Ah, okay, ich will zu viel. Ich mach's jetzt einfach. Ich versuche jetzt nochmal das, was ich gerade vorhatte. Kickflip. Da drauf ein Manual. Vielleicht versuche ich ein bisschen zu cheaten. Und positioniere mich nochmal neu. Man könnte natürlich... Boah, was man auch versuchen könnte, wäre hier ein Grind. Boah, das wäre auch geil. Ah, nee, das schaffe ich noch nicht. Dazu bin ich noch zu schlecht. Wegen dem Gitter dann. Ah, Mist. Und dann vergesse ich, dass ich den linken Stick auch benutzen muss. Okay, ich schaffe das noch. Ich schaffe das noch. Vorher kann ich die Folge nicht beenden. Vorher kann ich die Folge nicht beenden. Ach, come on, Alter. Ach, komm, ey, jetzt? Was ist denn jetzt los? Das hat doch gerade alles so gut geklappt. So. Manual. Oh, da macht er einen Late Flip. Ich wollte aber, ich will... Nee, das ist nicht, was ich will. Kickflip. Nee, da war ich zu weit auf der Seite. Da bin ich zu schnell gewesen. Ja, wenn man dann... Ja, fährst du? Okay, irgendwie verbuggt. Also ich verstehe auf jeden Fall das Potenzial... Ah, Mann, was mache ich denn falsch? Ich verstehe auf jeden Fall das Potenzial von dem Spiel. So ist es nicht. Und wenn man dann mal einen Spot hat und dann ist es auch geil, muss ich sagen. Okay. Ich bin einfach zu kacke. Hey, komm, drei Versuche noch. Ich muss mich jetzt selber unter Druck setzen. Das Problem ist, wenn ich einen Nolli, nicht Nolli mache. Ich muss dann Nolli machen quasi. Weil sonst kriege ich auch keinen Flip hin. Ich versuche mal den Manual andersrum zu machen. Und zwar so. Ah, und dann macht er wieder. So. Ey, da war ich zu schnell. So, dann. Naja, der Winkel nicht perfekt. So, dann in den Manual. Ah, noch nicht das mit den Sticks. Oh, es wäre so geil, wenn man das mit den Sticks anders machen könnte. Ich würde das Spiel lieben, no joke. Wenn ich die Steuerung aus Gate XL hätte, das Spiel hier wäre mein Traum. Das war so close. Das war so close. So, Kickflip drüber. Oh, es wird langsam dunkel im Spiel. Gut, dann halt ein Heelflip, kann ich auch mitleben. Und dann, ich bin dann zu weit drüben. Oh, das war so knapp. Oh, ich spring zu früh. Ja, das wäre auch... Ah, nee, komm. Damit sollte ich aufhören. Okay, okay, okay. Zack. Ah, und ich spring zu früh, weil ich habe irgendwie... Ich habe das Spiel... Ich habe noch nicht das richtige Gefühl dafür. So, jetzt später springen. Dann macht er kein Manual innen. Manual hinten komme ich immer schwierig rein, muss ich sagen. Leute, ich bin kurz davor, es einfach sein zu lassen. Und das zu nehmen, was ich hatte.
Aber ich will mich steigern. Okay. Ja. Das war so knapp. Oh Gott, ich habe aus Versehen gelenkt. Okay, wir haben es gleich. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Ich gebe nicht auf. Oh, so knapp. So knapp ist es immer. Warum kriege ich das denn nicht geschissen? Warum habe ich nochmal Schwung geholt? Das macht mich so wahnsinnig. Es macht mich so wahnsinnig. Ich glaube, hier gibt es einfach eine Timelapse, Alter. Die Sonne kommt wieder raus. Ja. Ja, ganz ehrlich, nehme ich. Nehme ich. Dann ist es halt nicht der... Wie mache ich denn? Achso. Dann ist es jetzt halt nicht der Manual gewesen, aber ganz ehrlich, nehme ich. Nehme ich einfach. Ja. Da ist der Manual gewesen, ich habe ihn nur nicht gesehen. Ich habe es geschafft. Ja. Ah, okay, geil. Ja, doch, irgendwie hat schon was. Wenn man einmal was schafft, ist es schon echt geil, muss ich sagen. Ja, ich glaube doch, wenn das Spiel noch so ein Jahr Entwicklung drin hat und einfach so richtig smooth wird, dann ist das schon, glaube ich, ziemlich cool. Ah, naja, ich werde mich jetzt mal dran machen, Portal aufzunehmen. Bevor ich jetzt wieder meine ganze Energie hier verschwende. Requisitenjagd muss ich auch wieder aufnehmen, aber ich muss das Spiel schon wieder neu installieren, weil es ein Patch gab und auch es ist einfach nur belastend. Wir gehen zurück zur Wohnung. Ich würde sagen, Leute, vielen Dank fürs Dabeisein. 32 Minuten, mal gucken, wie ich das runtergecuttet kriege. Vielleicht mit einer Timelapse am Ende. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Session wieder, die wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen oder keine Ahnung wann kommt. Ich werde dann wahrscheinlich noch eine Folge Session machen und danach geht's los mit Portal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es chaotisch ist, aber ich muss das Spiel halt erst lernen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.